Yes! Von Hollywood verbannte Schauspieler, die du nie wiedersehen wirst. Lass uns in die verrückte Welt von Hollywood eintauchen, wo SchauspielerInnen innerhalb eines Wimpernschlags von mega berühmt zu total verschwunden werden können. Im Ernst, in einem Jahr sind sie der Renner und im nächsten Jahr sind sie verschwunden. Character, I guess, is the bad guy in the show. Although I never make them bad, I try to make them good. Und wer weiß, vielleicht ist die nächste große Sensation jemand, von dem du noch nie gehört hast. Es geht um Auszeichnungen, Klatsch und Tratsch, Paparazzi-Drama, Talent und natürlich Skandale. Sei dabei, wenn wir die Top-Schauspielerinnen und Schauspieler aufdecken, die Hollywood verbannt hat und die du nie wieder sehen wirst. Nummer 7. Cameron Diaz. Cameron Diaz galt als eine der zuverlässigsten Stars und sexiesten Schauspielerinnen der Branche und wurde für ihre Auftritte in Filmen wie There's Something About Mary, Charlie's Angels und The Holiday gefeiert. Wenn du dich als Fan fragst, warum Cameron seit Annie 2014 nicht mehr auf der Leinwand zu sehen war, dann liegt es nicht daran, dass Hollywood ihr den Laufpass gegeben hat oder so. Es ist vielmehr eine Mischung aus beruflichen und persönlichen Entscheidungen, die sie aus dem Rampenlicht gedrängt haben. Trotz einer Karriere voller Kassenerfolge litten Camerons spätere Projekte unter unbeständigen finanziellen Leistungen. Annie war trotz seines nostalgischen Potenzials weder finanziell noch kritisch erfolgreich, was dazu beigetragen haben könnte, dass Castingdirektoren und Produzenten Camerons Anziehungskraft nicht mehr so stark wahrnahmen. Ihre Filmprojekte, darunter The Counselor, trugen wenig dazu bei, ihren Ruf zu verbessern und erhielten einige der schlechtesten Kritiken ihrer Karriere. Diese Rollen kamen so schlecht an, dass sie ihre Zuverlässigkeit an den Kinokassen beeinträchtigt haben dürften. Außerdem wurde Cameron in Rollen gepresst, in denen sie nicht ihre ganze Bandbreite zeigen konnte und die ihrer Karriere keinen Raum zum Wachsen gaben. Wenn man dann noch bedenkt, dass ihre Filme an den Kinokassen nicht mehr so viel einbrachten, war sie wahrscheinlich weniger erpicht darauf, anspruchsvollere Rollen anzunehmen. Es war also so, als ob sie in Hollywood an den Rand gedrängt wurde, ohne dass es offiziell war. Doch es ging nicht nur um berufliche Hürden. Cameron erreichte auch eine Phase in ihrem Leben, in der es ihr die finanzielle Stabilität erlaubte, eine Pause einzulegen und ihre beruflichen und persönlichen Prioritäten neu zu überdenken. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, einen Schritt zurückzutreten, antwortete die Schauspielerin: Frieden. Ich bekam Frieden in meiner Seele, weil ich mich endlich um mich selbst kümmerte. Auch wenn wir sie vielleicht nie wieder auf unseren Bildschirmen sehen werden, könnte es genau das sein, was sie brauchte. Nummer 6. Kevin Spacey. Wir können nicht über verbotene Schauspieler aus Hollywood sprechen, die du nie wieder sehen wirst, ohne Kevin Spacey zu erwähnen, einen der umstrittensten Stars der jüngeren Vergangenheit. Sein Fall in Ungnade war vielleicht der dramatischste und schnellste von allen. Einst ein gefeierter zweifacher Oscar-Preisträger und Star der gefeierten Serie House of Cards, nahm Kevins Karriere eine dramatische Wendung, nachdem er mehrfach des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Die Vorwürfe tauchten 2017 zum ersten Mal auf und führten zu einem raschen Fallout. Er wurde aus House of Cards entfernt und seine Rolle in dem Film All the Money in the World wurde neu besetzt und mit Christopher Plummer neu gedreht. Ein Schiedsgericht entschied später, dass sein Verhalten einen Vertragsbruch darstellte, was zu einer Strafe von $31 Millionen zugunsten der Produzenten der Serie führte. Obwohl an einem viel beachteten Londoner Prozess, in dem sogar Elton John zu seiner Verteidigung aussagte, von den SA-Vorwürfen freigesprochen wurde, zögerte Hollywood noch immer, das Verbot aufzuheben. Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Kevin zwar in Europa, wo andere umstrittene Persönlichkeiten weiterhin arbeiten, Chancen haben könnte, aber seine Aussichten in Hollywood sind düster. Die anhaltende Skepsis wird durch seine andauernden juristischen Auseinandersetzungen unterstrichen, zu denen ungelöste Zivilklagen und erhebliche finanzielle Belastungen aufgrund von Gerichtskosten gehören. Kevin selbst hat erwähnt, dass er hofft, wieder auf die Leinwand zurückkehren zu können und hat einige Leute erwähnt, die offenbar bereit sind, nach dem Prozess mit ihm zu arbeiten. Aber die Stimmung der Branche spricht eine andere Sprache. Es sieht so aus, als ob es nicht so einfach ist, wie er hofft, ähnlich wie bei anderen Schauspielern, die mit ähnlichen Skandalen konfrontiert waren. Nummer 5. Stacey Dash. Man sagt, Hollywood mag keine konservativen Ansichten und Stacey Dash könnte ein weiteres Beispiel dafür sein. Einst eine beliebte Ikone der 90er Jahre geriet Stacey Dash nach ihrer Clueless-Ära in Turbulenzen, weil sie lautstark umstrittene politische Ansichten unterstützte und sich an spalterischen Aktivitäten beteiligte.
Ihre Karriere erlitt einen herben Rückschlag, als sie zu einer Rolle als politische Kommentatorin bei Fox News wechselte, wo sie sich mit prominenten konservativen Persönlichkeiten verbündete. Diese Veränderung stand in krassem Gegensatz zu ihrem früheren Image und entfremdete sie von einem Großteil Hollywoods. Um sich weiter zu isolieren, machte Stacey kontroverse Bemerkungen über den Umweltschützer Leonardo DiCaprio und lieferte sich öffentliche Auseinandersetzungen mit Unterstützern von Black Lives Matters, indem sie Jesse Williams als Plantagensklaven bezeichnete. Ihre Beteiligung an einem Anti-Abtreibungsfilm, in dem sie Verschwörungstheorien aufstellte, vertiefte ihren Bruch mit der Branche und führte schließlich dazu, dass sie als zu kontrovers für das Mainstream-Hollywood angesehen wurde und ihre Schauspielerkarriere beendete. Nummer 4. Megan Fox. Bist du ein Fan von Megan Fox? Dann fragst du dich vielleicht, warum die Schauspielerin, die einst eine allgegenwärtige Hollywood-Sensation war, heute weniger sichtbar ist. Der Grund für Megans schwindende Leinwandpräsenz liegt in ihren öffentlichen Auseinandersetzungen mit wichtigen Persönlichkeiten der Branche. Alles begann damit, dass Megan in einem Zeitschrifteninterview den Regisseur Michael Bay mit Hitler verglich, was vor allem den Produzenten Steven Spielberg erzürnte. Steven Spielberg bestand daraufhin auf ihre Entlassung aus dem Transformers-Franchise, was ihren Karriereschwung erheblich bremste. Diese Kontroverse machte Megan zu einer schwierigen Arbeitskollegin und isolierte sie weiter in Hollywoods Kreisen. Ihre Äußerungen belasteten nicht nur die Beziehung zu Branchengrößen wie Michael und Steven, sondern führten auch zu einer öffentlichen Anprangerung durch ihr eigenes Transformers-Team, das sie als undankbar und schwierig bezeichnete. Doch was Hollywood behauptet, ist nicht immer so einfach und es ist wichtig, beide Seiten der Geschichte zu betrachten. Megan hat sich sehr offen über ihre Erfahrung geäußert und gesagt, dass Michael ihr bei den Dreharbeiten meistens nur gesagt hat, dass sie sexy sein soll. Es gibt diese wilde Geschichte über ein Vorsprechen in Michael Bays Haus, wo er sie angeblich seinen Ferrari waschen ließ, während er sie filmte. Als sie aufhörte, in das Schema des Sexsymbols zu passen und anfing, sich zu äußern, war Hollywood nicht begeistert und verbannte sie. Was denkst du? Nummer 3. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, einst ein vielversprechendes Starlet, musste mit ansehen, wie ihre Hollywood-Karriere durch unprofessionelles Verhalten und eine Reihe von öffentlichen Zwischenfällen ins Wanken gerät. Lindsays häufiges Zu-spät-Kommen und Fernbleiben vom Filmset sowie ihr sprunghaftes Verhalten führten dazu, dass ihre Zuverlässigkeit als Schauspielerin abnahm. Im Jahr 2006 rückte der Chef von Morgan Creek Productions sie öffentlich für ihr Fernbleiben von der Arbeit und drohte ihr mit rechtlichen Schritten, was ihrem beruflichen Ruf einen schweren Schlag versetzte. Ihr Co-Star Jane Fonda stellte sie sogar wegen mangelnder Professionalität während der Dreharbeiten zu Georgia Rule zur Rede. Lindsays spätere Comeback-Versuche wurden von ähnlichen Problemen überschattet. So wurde zum Beispiel berichtet, dass sie am Set von Glee ein absoluter Albtraum war, weil sie zu spät und unvorbereitet kam. Dieses Verhalten führte dazu, dass Castingdirektoren und Produzenten nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollten, weil sie Störungen am Set und mögliche finanzielle Verluste befürchteten, was dazu führte, dass sie von großen Hollywood-Produktionen ausgeschlossen wurde. Vor kurzem hat sie jedoch in der Netflix-Romantikkomödie Irish Wish mitgespielt, sodass sie vielleicht doch noch ein Comeback schaffen könnte. Nummer 2. Wesley Snipes. Wesley Snipes steht auf der Liste der Schauspieler, mit denen Hollywood nicht mehr zusammenarbeiten will, obwohl er einen vielversprechenden Start hatte, der ihn zu einem großen Actionstar machte. Wesleys Karriereweg endete sich aufgrund einer Kombination von Faktoren, die ihn bei der Branche in Ungnade fallen ließen. Seine freimütige Art, die rassistischen Vorurteile in Hollywood zu thematisieren und die begrenzten Rollen für MinderheitenschauspielerInnen hervorzuheben, machte ihn zu einer kontroversen Figur. Dieses Engagement war zwar lobenswert, fiel aber Anfang der 90er Jahre mit einer Reihe von Filmen zusammen, die bei den Kritikern nicht gut ankamen und seine Attraktivität an den Kinokassen schmälerten. Darüber hinaus erlebte Wesley ein schwerwiegendes öffentliches und juristisches Missgeschick, als er 1991 von der LAPD nach rassistischen Kriterien ausgewählt und zu Unrecht verhaftet wurde. Zusammen mit seinem schwierigen Verhalten am Set und der Ablehnung von Fortsetzungen wie Major League 2, die seine Karriere hätten beflügeln können, trugen diese Faktoren dazu bei, dass er in Hollywood allmählich ins Abseits geriet. Nummer 1. Armie Hammer. Wenn wir über Armie Hammer sprechen, ist sein dramatischer Fall in Hollywoods Gnade eine deutliche Erinnerung daran, wie schnell sich das Schicksal ändern kann. Armies Karriere kam 2021 nach einer Welle schwerwiegender Anschuldigungen, darunter SA-Vorwürfe und verstörende Nachrichten über bestimmte Fantasien, die online auftauchten, plötzlich zum Stillstand.
Der Skandal war so heftig, dass Arnie sich von mehreren hochkarätigen Projekten zurückzog, darunter ein Film mit Jennifer Lopez, und von seiner Talentagentur William Morris Endeavour fallen gelassen wurde. Obwohl die Staatsanwaltschaft von Los Angeles im Jahr 2023 beschloss, aufgrund unzureichender Beweise keine Anklage zu erheben, war der Schaden für seinen Ruf bereits angerichtet. Die Unterhaltungsindustrie mied ihn, weil sie nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte, was Arnie dazu veranlasste, nach alternativen Einkommensmöglichkeiten außerhalb der Schauspielerei zu suchen, zum Beispiel als nüchterner Begleiter. Man kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht so bald zurückkehren wird. Welchen Schauspieler hast du am liebsten auf der großen Leinwand gesehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.